Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das 20. Jahrhundert war geprägt von Krieg und Gewalt, aber auch von Flucht und Vertreibung. Wenn wir im 75. Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges an Flucht und Vertreibung erinnern, dann tun wir dies wohlwissend, dass es ein Schicksal als Folge des von deutschem Boden ausgegangenen Unrechts ist. Mehr als 12 Millionen Menschen haben damals ihre angestammte Heimat verloren, rund 2 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung ist ein Bekenntnis zur eigenen Geschichte und zu den Auswirkungen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Am 5. August 1950 formulierten die Vertriebenen ihre Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Wir feiern in diesem Jahr das 70. Jubiläum der Charta, auch wenn durch Corona die angemessenen Veranstaltungen zu diesem Tag leider nicht durchgeführt werden konnten. Umso wichtiger ist die Erinnerung an dieses Dokument, das als eines der Gründungsdokumente der Bundesrepublik Deutschland gilt. Es hatte eine Bedeutung in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. In der Charta brachten die Heimatvertriebenen zum Ausdruck, aus ihrem eigenen Schicksal und den Schrecken des Krieges für die Zukunft zu lernen. 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erklärten sie ihren Verzicht auf Rache und Vergeltung und forderten zu einem Zeitpunkt, als die europäische Einigung bei den Parteien noch kaum auf der Agenda stand, die Schaffung eines geeinten Europas. Gleichzeitig leisteten sie ihren Beitrag zum Wiederaufbau unseres Landes und zum Wirtschaftswunder. Auch der Aufstieg Nordrhein-Westfalens wäre ohne den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft der Vertriebenen so nicht denkbar. Dafür gilt ihnen unser Dank. Heute gilt es, das Erbe der Charta der deutschen Heimatvertriebenen weiterzuentwickeln. Und das Wichtigste daran ist das Friedensprojekt der europäischen Einigung. Es ist gerade einmal 25 Jahre her, dass es mitten in Europa wieder einen Krieg gab. Auch der Konflikt in der Ostukraine oder die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim zeigen uns, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Deshalb gilt es, das zu beherzigen, was die Heimatvertriebenen vor 70 Jahren erkannten. Europa einen heißt, Frieden zu sichern. Die Heimatvertriebenen haben die ersten Brücken zu den Nachbarn gebaut und damit Annäherung ermöglicht. Sie haben über Kontakte mit der heutigen Bevölkerung in ihrer Heimat die Grundlage für gegenseitiges Verständnis gelegt. Aus diesen Kontakten sind viele Städtepartnerschaften entstanden. Auch meine Heimatstadt Leverkusen hat mit dem früheren Ratibor und heutigen Ratiborsch in Oberschlesien seit 2002 eine Partnerschaft. Als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins weiß ich, wie wichtig die Kontakte und Begegnung von Schülern, Feuerwehr oder Geschichtsvereinen sind. Aber leider sind auch heute noch Flucht und Vertreibung Realität in unserer Welt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges sind etwa 60 Millionen Menschen in Europa Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung geworden. In der Europäischen Union leben heute etwa 10% der Bürgerinnen und Bürger aufgrund des Kriegsfolgeschicksals als nationale Minderheit in ihrer angestammten Heimat. Dazu gehören auch einige hunderttausend Deutsche in den ehemaligen Ostgebieten, aber auch Millionen anderer Bürgerinnen und Bürger in vielen Staaten unseres Kontinents. Sichtbar werden diese Minderheiten insbesondere dadurch, dass sie durch den Erfolg der europäischen Bürgerinitiative Minority Safe Pack bei der Europäischen Kommission ihre Rechte einfordern. Diese Initiative verdient unsere Unterstützung, denn das Friedensprojekt Europa wird ohne diese Minderheiten nicht gelingen. Und deshalb brauchen wir im Hinblick auf Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung eine gesamteuropäische Erinnerungskultur. Die NRW-Koalition steht zu dem gesellschaftlichen Auftrag, die Erinnerung an Flucht und Vertreibung im gesamtgeschichtlichen Kontext wachzuhalten und im Hinblick auf die heutigen Herausforderungen weiterzuentwickeln. Daher wollen die Landsmannschaften und Vertriebenenverbände bei ihrem notwendigen Transformationsprozess unterstützen. Die Arbeit des Landesbeauftragten Heiko Hendricks ist hierbei von sehr großem Wert und verdient die volle Unterstützung. Die Zahl derjenigen, die noch persönliche Erinnerungen an Flucht und Vertreibung haben, wird immer geringer. In wenigen Jahren wird es niemanden mehr geben, der als Zeitzeuge davon berichten kann. Deshalb ist es wichtig, Kultur und Schicksal der Heimatvertriebenen an die folgenden Generationen weiterzugeben. Eine zentrale Rolle muss dabei auch die Erinnerungsstätte in unseren Massen spielen. Sie verbindet die Schicksale vieler Menschen, die nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler, aber in jüngster Zeit eben auch Menschen nicht deutscher Abstammung, die bei uns Zuflucht suchen, weil sie ein ähnliches Schicksal wie die Vertriebenen in ihrer Heimat erlebt haben. Das ist eine große Chance, die Erinnerungskultur zukunftsfähig aufzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Charta der deutschen Heimatvertriebenen ist ein Gründungsdokument unseres Landes. Sie ist Grundlage für eine Erfolgsgeschichte der Eingliederung von Millionen Menschen, des Wiederaufbaus unseres Landes und der Aussöhnung mit den ehemaligen Gegnern.
Der Auftrag der Charta ist auch nach 70 Jahren noch aktuell. Anlässlich ihres Jubiläums ist es der beste Dank an die Menschen, wenn sich die Politik einvernehmlich weiterhin zu dem in ihr formulierten Auftrag bekennt. Vielen Dank, Herr Kollege Scholz.